Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen React. Wir reagieren jetzt auf, so gesehen, Teil 1 von 2 von Revi. Erstklassenfahrt, Vlog. Was ist passiert, Leute? Erklärt mal bitte. Wir sehen hier schon, ja, Camelia und Paula. Und hier ist etwas verpixelt. Ich frage mich jetzt schon, was passiert. Es ist Revi, es muss irgendwas passieren. Wenn ich ein Video von Revi sehe, kann man schon vieles erwarten. Und vor 2 Stunden kam schon ein React zu Gewitter im Kopf. Checkt es auch aus, dass sie es jetzt so gesehen direkt hinterher aufgenommen. Von daher, ich bin noch in einer wunderschönen Phase. Checkt also das React ab, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und lasst uns jetzt mal gucken, was Revi hier so zu sagen hat. Digga, das sieht wirklich einfach aus wie so ein geisteskrank seltsamer... Kurze Info für euch an der Stelle natürlich, ich streame heute Abend wieder, 19 Uhr geht der Stream los, ich würde mich sehr freuen, ich bin wieder nach langer Abstinenz back am Start und es gibt Reacts, GTA, ein paar Stories zu erzählen, wird auf jeden Fall nice, ich freue mich drauf, bis dann, Spieß. Geht ab, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog, es ist 10.30 Uhr und natürlich hat man als angehender Jungunternehmer nichts Besseres zu tun, als um 11 Uhr ins Gericht zu gehen, meine Freunde. Safe. Ihr kennt den jungen Mann alle, der heute auf der Klagebank sitzt eigentlich. Sven, wenn alles gut läuft, darf sich Sven nach diesem Gerichtstermin wieder Kinder nähern. Schauen wir mal. Es ist eigentlich echt unspektakulär, aber ich wollte es eigentlich mitnehmen. Camelia ist gerade noch zu Hause. Und ja, wir gehen jetzt kurz ins Gericht, diesen jungen Mann hier sein rechtmäßiges Geld einklagen, Alter. Hoffentlich gewinnen. Nach einem kleinen Unfall, ja. Schauen wir mal, ne? Ich muss mal ganz was sagen, Sven. Ah, nach dem Unfall. Dein Auto, ne? Also du hattest ja vorhin einen anderen Wagen, ne? Ja. Was ist damit passiert? Der war total Schaden, ne? Wurde kaputt gefahren. Von dem LKW, deshalb sind wir heute hier. Naja, jedenfalls erstmal der Gerichtstermin und ich lasse die Kamera jetzt im Auto. Ich wollte das nur ganz kurz irgendwie als Anmoderation nutzen und dann... Vor allem sowas ist hier noch mit im Vlog. Aber ey, krass. Jetzt auch schon los, du krass Klassenfahrt. Deshalb drehe ich dieses Video. Ansonsten passiert auch nicht mehr viel. Wir sehen uns später. Tschüss. Da fährt der Verbrecher. Er hat seinen Sohn Kasimir zurück. Freust du dich, Kasimir wiederzusehen? Ja! Was für ein Bullshit, Alter, das ging nicht um seinen Sohn. Als der Richter mich gefragt hat, warum ich hier bin und ich angefangen habe zu weinen, da wurde es ganz sentimental. War super unangenehm, weil ich gerade eben im Wartebereich einfach Alexander Markus auf 10 abgespielt habe. Oh, sorry, dass du ein Cabrio hast. Oh, oh. Naja, ich fahre jetzt nach Hause, pack meine Tasche und dann geht's los zu krass Klabissenfahrt. Und ich habe absolut gar keinen Bock. Ich freue mich nicht. So, Leute, natürlich fahre ich gerade nicht, wenn ich vlogge, weil ich heiße ja nicht Dena. Ich wusste irgendwie, sowas kommt noch. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Nee, was ich nur sagen wollte, vor allem in Staffel 2 war er jetzt ja dabei. Oder was war er jetzt dabei? War er ja dabei. Das ist ja jetzt ja auch schon ein gutes Jahr her, wo das ja auch war. Ich glaube sogar etwas mehr als ein Jahr. Ich glaube so April. April letztes Jahr, glaube ich, war Staffel 2. Jetzt April. Jedenfalls, das war eine ganz andere Situation. Und jetzt bin ich ja mal hier gespannt, wie das jetzt hier aufgebaut ist. Wir fahren jetzt gerade zum Dreh. Weil er spielt ja anscheinend sich selbst. Wir sind ungefähr eine Stunde oder sowas müssen wir fahren, anderthalb Stunden so. Hast du Bock drauf, oder? Ja. Du freust dich richtig, ne? Ja, voll. Ich freue mich richtig drauf. Boah, wird richtig geil, ja. Alle wiederzusehen. Unsere Szenen werden so witzig. Also ich rede gerade, du brauchst jetzt nicht immer ins Bild kommen, wenn ich... Ja. Ne, es wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach innerorts 200 und los geht's. Du nimmst gerade gar nicht auf, gell? Wir sind im Hotel angekommen. Das Hotel ist natürlich geisteskrank ausgebucht wegen der Corona-Pandemie. Aber immerhin müssen wir nicht mit den ganzen anderen Leuten in einem Haus schlafen. Von daher ist das Risiko an der Stelle minimiert für mich. Für dich sieht es doch wieder andersrum aus, weil du ab morgen dann bei denen schlafen musst. Ja. Jetzt gab es leider, glaube ich, einen Fehler in der Buchung. Wir haben irgendwie jetzt nur ein Doppelzimmer bekommen. Aber ist kein Problem, sie kann auf dem Boden schlafen, das passt. Du kannst alles auf dem Boden cool schlafen. Ja, das denkst doch nur okay, du. Ja, komm, hör auf. Ich stehe den Abstand halten, aber... Personal hält auch irgendwie Abstand von den Gästen, weil also hier ist halt keiner. Können wir bitte auf unser Zimmer? Hallo! So, wir haben es geschafft. Du machst dich auf der Couch bequem, weil das ist nämlich hier mein Bett. Das passt sogar, das ist ja eine Kindercouch. Ja, wie du schläfst hier. Nein, bist du dumm? Guck mal, wie groß ich bin. Was redest du? Was redest du? Ich schnapp nur, warte mal. Okay. Ich hab grad hier... Weiter, komm. Okay, 3, 2, 1, go.
Boah, bist du dumm. Nee, ist cool, ist cool. Also Jonas geht auf jeden Fall voll entsexualisierter Content hier bei Krassklasse. Ja, ich habe meine Strapse noch nicht mal an. Musst du eine Strapse anziehen? Ja, Halt's Maul. Ja. Das ist doch keine Strapse, oder? Ja. Das ist ein Strumpf. Ja, ist aber, schaut so aus. Keine Ahnung, Mann. Das geht ja bis hier halt. Wisst ihr, was meine Rolle ist? Ich bin der Perversling, der einfach wieder auf Instagram gehittet hat. Komm, red nicht drüber, ist hier einfach keine Rolle. Ist hier einfach wahr. Möchtest du nochmal gucken, ob du in den Pool gehen darfst? Ja. Sehr gut. Ja, zu, das weißt du. Ich bin's, dieser andere Deutsche. Und ich bin's, dieser andere Laden, der natürlich zu hat. Der Typ im Hotel sagt, hä, in Westerwelt isst mittags keiner. Seid ihr alle dumm? Tut mir leid. Das Ding ist, ihr habt nichts geöffnet. Wir müssen jetzt einfach verhungern, Digga. Ich fahr wieder nach Hause, Mann. Ein paar Sekunden später. Wir haben was gefunden, Leute. Das sieht so shady aus. Das sieht so billig aus. Das ist so, ich weiß nicht mal, ob ich da einen Mundschutz brauche. Die husten wahrscheinlich eh ins Essen. Hier ist eine Schmiede, Digga. Hier ist eine Schmiede. Hier ist ein Bergwerk. Ich glaube, ich war ja sogar schon mal als Kind. Ohne Witz, ich liebe solche Altstädte. Weil ich sehe das jetzt mal schon als so eine Altstadt. Und, ja, oder Dorf, kann man das irgendwie als Dorf zählen? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich liebe es. So Schmiede und das alles irgendwie zu sehen und dann lang zu gehen und alles irgendwie so zu erkunden. Ach, das weckt so schöne Erinnerungen in mir irgendwie. Und vor allem, diese Geschichte muss ich nur ganz kurz erzählen. Das ist lange her, da war ich irgendwo in irgendeinem Ort zwischen, ja, irgendwo in der Nähe von Hamburg, so ein Kleinort, Eis gegessen, früher noch überall so durch so Eiscafés gefahren, um immer ein Spaghetti-Eis zu essen. Und da war halt wirklich so ein verlassener Bahnhof und da habe ich das allererste Mal von Geocaching erfahren, denn auf einmal kam meiner Mutter und mir eine Frau, die uns gefragt hat, suchen Sie den Schatz. Irgendwie weckt das gerade so schöne Erinnerungen, irgendwie diese Aufnahmen jetzt zu sehen. Oder sowas. Tatsächlich, also ich habe das irgendwo schon mal gesehen hier. Hast du Bock, ins Bergwerk reinzugehen? Ja. Ich sterbe, wenn ich hier ins so Essen. Urlaubsfix machen. Urlaubsfix, lass so tun, als hätten wir so. Okay, wir gehen jetzt da vorne was essen. Es fängt hier wirklich einfach schon mit dem größten überhaupt an, ne? Erstmal muss ich mir deren Zimmer teilen. Dann. Willst du mich verarschen? Was denn? Hä? Du hast ein Privileg, dass du mit mir übernachten darfst. Wir machen heute so eine richtige Übernachtungsparty. Gell? Ist cool. So, wir sind jetzt bei dir zu Hause angekommen, weil hier sind nämlich so Minen. Da vorne ist so eine Mine und hier kommen ja die Zwerge her. Und weil du nur 1 Meter, wie groß bist du? 1,20, ne? 1,60. Doch, geht doch. Ne, ist gut. No front of this door, aber das ist das Rad der Zeit. Und was Minecraft. Es ist stehen geblieben. Das ist ein Hotelzimmer. Also die Schlüssel vom Hotelzimmer habe ich, ja. Alter. Das sieht so nach einem ganz seltsamen Dreh hier aus heute, oder? Simila, diese andere Pornodreh von Brazzers, Digga. Vor allem, er spielt dann der Perverse. Wir haben gegessen, ein bisschen Federball gespielt. Da ist auch Jonas. Kannst du jetzt... Molle de Trimax hier. Danke für die Einladung, ne? Sehr gerne. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Gerne. Du hast gerade schon gedreht, ne? Mhm. Wieso tust du dich jetzt einfach in mein Video rein? Das ist so dreist von dir, weißt du das? Dreh jetzt gleich auch. Mit mir. Echt jetzt? Ja. Wieso steht da... Digga, bist du dumm? Du hast da noch so einen Aufkleber auf deiner Brille drauf. Was für ein... Was steht? William Morris, Black Label steht da drauf. Das ist ein Name von der Firma. What? Ey, Alter. Tschüss, Mister. Sehr gut. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz hier das Haus an. Also das hier ist das Haus. Applaus. Und alle tragen jetzt plötzlich Uniform. Was es damit auf sich hat, das könnte ich euch verraten, aber das mache ich nicht, weil das ist ja im Drehbuch und ich darf ja nicht zu viel sagen. Richtig. Und hier, richtig. Hier spielen gerade Leute Federball. Wieso steht da ein Zelt? Da jemand Sex drin? Ja. Zeig's mir. Hey Jamie, wie geht's dir? Dass mich jemand dabei filmt. Selina, ich muss mich nochmal öffentlich entschuldigen, okay? Ja. Dass ich gesagt habe, dass du 10 bist. Okay, wie sehe ich denn aus? 14. 14, ja. Danke. Wir haben uns eigentlich auf 17 geeinigt, ne? Ist dir schon klar? Ja, aber es wäre immer noch illegal, dann. Also bist ja dann immer noch minderjährig, ne? Was genau wäre illegal?
das, was gerade im Zelt passiert ist. ich wollte mal ganz kurz darauf aufmerksam gemacht haben, natürlich halten sich hier auch alle, und das ist wirklich krass, kann ich drin gleich mal zeigen, wirklich jetzt an Abstandsregelungen sowas, alle haben so einen Mundschutz eigentlich, den wir halt draußen nicht anziehen, aber drin tragen wir tatsächlich alle und überall sind Hand Sanitizer und sowas. Und das Lustige ist, dass alle hier einfach jetzt für eine Woche bleiben müssen, außer mir, weil ich kann hier hinkommen, mir das Virus holen, einfach wegfahren, laut Gesundheitsamt. Frau Bra, hallo. Können Sie uns eine Rundtour geben, bitte? Ja, wir haben hier jetzt wunderschöne Pflanzen. Okay, was sind das? Georg! Was ist das für ein Baum? Irgendeiner mit coolen Blättern. Danke. Das Haus hat 400 Quadratmeter. Stimmt das wirklich? Wir haben einen wunderschönen Garten. Ja, geht, circa, ne? Circa also 200 Quadratmeter. Ist ein bisschen größer, würde ich sagen, aber... Ja. Ich hatte aber keiner gefragt. Denn hier haben wir unser super wunderschönes... wie nennt man das nochmal? Tisch-Dings? Weiß gar stopp, nicht, stopp, stopp! Maske an. Now we're safe. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist die Küche. Ja. Das hier wird unser Lieblingsraum. Bist du 1,50 Meter groß? Schau. Oh mein Gott, ein Billardtable. Oh, das habe ich auch gerade erst gesehen. Das sieht einfach schon wieder aus wie so ein Porno-Setting hier mit diesen Uniformen, diesem Billard. Gehen wir weiter, komm. Nein. Fazit, eine sehr mystische Immobilie. Würde 10 von 10 nicht rein investieren. Montana Black würde sich hier auch nicht wohlfühlen. Zu wenig LEDs. Okay, wie ist es denn für dich, jetzt bei so einer prestigeträchtigen Produktion mit als Hauptrolle dabei zu sein? Das ist ja nicht mein erstes Mal. Mhm. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Okay. Ich finde unser Outfit auch mega, mega schön. Mhm. Ja, ich frage... Geiles Standbild. Ich frage mich immer noch, warum haben die Schuluniformen an? Was hat das für einen Hintergrund? Also ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel. Ich hoffe, ihr euch auch. Geil. Okay, wir proben jetzt unsere Szene. Ja, bitte. Ah, die proben schon. Die letzte Szene mit dem Ball. Digga, das sieht wirklich einfach aus wie so ein geisteskrank seltsamer Porno, Mann. Wir sind drin. Das ist schon den ganzen Tag so. Digga, das ist wirklich mit diesen Uniformen, hat das einen ganz, ganz weirden Vibe, weißt du das? Nee. Ja, ich freue mich drauf, es wird. Digga, ich kann da. Wir drehen sogar ein Sexlicht, ey. Wollte ich auch gerade sagen, vor allem, er sagt das ja aus Spaß, aber irgendwie, naja, so dieses Feeling. Und jetzt ist das so ein Rotlicht. Das. Oh. Oh, ich freue mich jetzt schon so sehr auf die neue Staffel, ey. Alter. Die neue Staffel wird, glaube ich, echt legendär. Cool. Eine Ewigkeit später. Bist du zufrieden mit unserer Szene? Ja. Findest du, wir haben es gut gemacht? Ja. Warum hast du dich viermal versprochen? Hab ich nicht. Zweimal. Zweimal ist aber nicht viermal. Ja, ich verdoppel gerne. Ja, ist schwer, oder? Wie? Was? Ja. Wann? Cool. Wie ist denn das für dich, so bei so einer großen Produktion mit so Licht und sowas, wo nachts auch gedreht wird? Ich trinke Bier und rauche. Hast du heute nicht gedreht? Ein bisschen. Und ist deine Rolle immer mehr in den Hintergrund gerückt? Nee, die geht richtig ab. Die geht richtig ab? Und genießt du den heutigen Tag? Nee. Perfekt, danke. Was machen die da? Und danke. Freeze. Coole Szene, cool. Was haben die denn da gedreht? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Jetzt haben die Angst. Ihr seid einfach nicht normal. Ich denke, die gehen jetzt gleich, die gehen jetzt. Nein, ihr seid einfach nicht normal. Ihr seid einfach nicht normal. Dann morgen. So Leute, das war's von diesem Vlog. Es ist schon einen Tag später. Ich drehe noch einen zweiten Part, weil es über die Probleme im Uploaden gab und sowas. Das ist gerade alles ein bisschen tricky. Kurze Info für euch an der Stelle natürlich. Ich stream heute Abend wieder. 19 Uhr geht das Stream los. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin ja, ist jetzt schon ein paar Tage für euch hier. Am Start und es gibt Reacts, GTA, ein paar Stories zu erzählen. Wird auf jeden Fall nice. Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace. Kommt noch was? Guck mal eben lieber. Nein. Gut. Okay, das war also der erste Teil. Bei euch kommt dann gleich der zweite Teil und das ist genau dieses Video hier. Wilde Kussszene mit Frau Bra. Ich freue mich sehr drauf, also boah. Vor allem jetzt diese ganzen Videos zu sehen und schon so zu sehen, okay, das passiert, was kann man daraus lesen, was in der Staffel passiert. Das ist sehr, sehr interessant. Von daher, gut. Das soll es auch gewesen sein. Ich freue mich auf den zweiten Part. Der kommt für euch, ja, ich sag mal, entweder jetzt um 17 Uhr oder um 18 Uhr. Ich werde gucken.
wie das zeitlich hinkommt, dass das nicht irgendwie so direkt hintereinander kommt. Wird schauen. Von daher, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Unten in der Beschreibung ist das Video von Rewig dieses hier verlinkt. Checkt es aus und lasst dort auch eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir sehen uns dann zum zweiten Teil bald wieder. Und bis dann. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.